Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Die Technologie meiner Gäste, die heute da sind, sind schon dreimal in RTL gekommen in einer Reportage und die Ergebnisse waren phänomenal. Heute sind sie da, um es einfach auch uns mal ein bisschen darzustellen, vorzustellen, um was es hier geht. Es geht nämlich um den Zusammenhang von Elektrosmog auf unsere Gesundheit. Ja, wir wissen alle, Elektrosmog fördert nicht unsere Gesundheit. Aber können wir das tatsächlich so entstören, dass wir keinerlei negative Wirkungen haben? Das hat RTL getestet und wir bin mal gespannt, was da für Ergebnisse da sind, denn die Wissenschaftlerin, die das alles mitbegleitet hat, ist heute da. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, die da immer mit einbezogen ist. Das ist die Wissenschaftlerin, Frau Dr. Diana Hinz. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Du bist Neurowissenschaftlerin, das darf man so sagen, und hast alle diese Tests ja mitbegleitet, auch in Bezug auf Autos, Elektrosmog im Auto. Hä? Genau, und dazu werden wir heute berichten. Super cool. Und auf der anderen Seite der Sachverständige, Harry Roos, ganz herzlich willkommen auch du. Sachverständige in Bezug, auf Elektrosmog, wie heißt das so schön? Elektrosmoganalyse und Messtechnik. Ja. Gut, also zwei Kompetenzen hier und jetzt bin ich mal gespannt. Elektrosmog im Auto, wissen wir alle, faradäische Käfig, Handy, Radio, vielleicht zwei, drei Handys, das gibt ja einen richtigen Cocktail eigentlich. Das ist nicht gesund, weiß jeder, aber wir ignorieren es alle. Was habt ihr gemessen? Ja. Ja, ich fange einfach mit Ladies First an. Ladies First. Also ja, wir haben in verschiedenen Pkw-Modellen mit Verbrennungs- und Elektromotoren Testungen gemacht. Wir haben dort mit Elektroenzephalographie, also mit der Erfassung der elektrischen Gehirnaktivität gearbeitet. Wir haben HRV-Messungen gemacht und wir haben auch die elektrische Muskulatur, die elektrische Muskelaktivität erfasst. Und zeitgleich haben wir dann auch physikalische Messungen in den Fahrzeugen gemacht, um zu zeigen, an welchen Stellen und welche Verbraucher welche elektromagnetischen Felder erzeugen. Reaktionsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit ist auch mit berücksichtigt. Wir haben im vergangenen Jahr eine größer angelegte Fahrsimulationsstudie gemacht. In dieser Fahrsimulation wurden die Probanden auch mit elektromagnetischen Feldern konfrontiert, insbesondere auch mit 5G-Strahlung aus dem Smartphone. Und wir haben dabei auch die Reaktionsfähigkeit im Sinne von den Bremsreaktionen erfasst und das in einer vierstündigen Fahrsimulation. Wir kommen gleich auf die Ergebnisse. Ich möchte dich gerne etwas fragen, Harry. Diese drei Sendungen, die ja über Jahre hinweg auf RTL gekommen sind, dazu mal haben ja unfassbare Welle ausgelöst von Reaktionen. Jetzt ist das wieder verstummt, kann man sagen. Hat sich die Welt verändert durch die Reportagen? Etwas ja. Das war ein Projekt, was auch die Frau Dr. Hinz mit begleitet hat. Wir haben ein junges Ehepaar in Köln mit ihrem neuen Haus, was 8, 9, 10 Monate schon drin gewohnt haben, mit unheimlich viel Elektrogeräte, haben wir vorgemessen, auch in den Gehirnwellen vorgemessen, haben eine Entstörung gemacht. Die Leute sind auch vermessen worden in einem Schlaflabor. Und die letzte Sendung ist dann die komplette Nachmessung und so weiter ist dann gemacht worden und die Ergebnisse dann dargestellt worden. Unsere Produkte sind alle mit vorgestellt worden und es war eine Lawine, die uns da begleitet hat. Das war einfach irre. Und dadurch ist das ganze Verständnis der Gabriel-Technologie doch schon erheblich gestiegen. Ja, ich meine, ich selber kenne diese Technologie sicher schon 15 Jahre, aber nie damit beschäftigt, aber den Namen kennt man. Ja. Ich glaube, das kennt fast jeder. Aber mit welcher Intuition ist denn RTL auf diese Reportage eingestiegen? Wollte man euch irgendwie werfen? Wir haben vorher schon Sendungen gemacht mit RTL im Kraftfahrzeug. Und auch mit einem Schlafplatz, also wir haben schon mehrere Sachen gemacht. Und dann ist der Reporter irgendwann auf uns zugekommen, ob wir mit so einer Sache Interesse hätten, ein komplettes Haus zu entstören, um einfach dem Publikum darzustellen, Elektrosmog macht was. Und das haben wir damit
vollzogen. Und das war für uns schon sehr, sehr toll, was da passiert ist. Also er macht was auf der einen Seite, das habt ihr alles ja auch gemessen, aber ihr habt es auch in Störtung gezeigt. Exakt. So, und war das den RTL-Leuten schon bewusst, dass es eine Lösung gibt, um das Problem zu lösen, oder wollte man eigentlich nur das Problem zeigen? Die Reporter wussten, mit wem sie es zu tun haben, weil wir schon mehrere Sachen gemacht haben. Aber die waren wirklich interessiert, der Menschheit zu zeigen, dass es sowas gibt und dass es auch etwas gibt zum Entstören. Aber wie haben Sie es dann erklärt, dass das passiert? Denn letztendlich muss man ein anderes Weltbild haben, um zu verstehen, wieso dass das funktioniert. Ich kann es nachvollziehen aus der Quantenphysik, aber ich glaube nicht, dass sehr viele Leute in der Lage sind, das zu verstehen, warum es das funktioniert. Wollen die Leute das verstehen? Die Leute wollen es sehen. Ja. Wenn du mit hochwertigen Messgeräten was messen kannst, dass eine Belastung da ist, kann man im Internet nachlesen, das ist belastend für die Menschheit. Ja. Und danach, nach der Entstörung, haben wir vorgestellt, was los ist. Aber zusätzlich haben wir ja die Gehirnwellenmessung noch gemacht und die sind nicht wegdenkbar. Ja, wir haben zwar jetzt im Labor mit unserer 5G-Studie haben wir EEG-Messequipment gehabt mit 256 Abnehmer. Das ist jetzt in so einem Haus oder wo man dann auch richtig unterwegs ist, nicht machbar. Da haben wir nur mit 128. Aber ein Arzt, der hat, soweit ich das weiß, maximal 19. Und dann weiß man in der Höhe oder in der Vielseitigkeit mit diesen 128 Abnehmer hast du ganz andere Ergebnisse, die du da messen kannst, was passiert ist. Also das war auch für uns ein toller Erfolg und uns sind viele Sachen passiert, die wir vorher noch nicht wussten, dass es dort auch mit Problemen gibt. Also für mich ganz klar eine Sendung, die eigentlich in die Welt der Wunder reingehören würde, weil eigentlich ist es ein phänomenales Ergebnis. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, was habt ihr, was kam heraus in diesen Studien? Zuerst mal das Negative und dann das Positive. Wir haben exemplarisch hier eine Folie mitgebracht, und zwar die Ergebnisse an EEG-Messungen im Audi A6 Quattro. Wir haben uns gefragt, welche Verbraucher erzeugen welche Effekte im Fahrzeug. Es gibt ja verschiedene Dinge wie Klimaanlage, Bluetooth-Sender, gibt WLAN und Handy-Telefonate im Auto werden häufig durchgeführt, und wir wollten einfach gerne wissen, diese Einzelkomponenten und dann in Kombination, was wirkt wie auf das Gehirn. Wir haben in der oberen Zeile dargestellt einmal die Ergebnisse im stehenden Fahrzeug und dann in der unteren Zeile die Ergebnisse während einer Fahrt. Also Super-GAU Motor plus Klimaanlage plus Bluetooth, Handy und WLAN. Genau, das ist die Super-Kombination. Was bedeutet dieser rote Teil? Zum Verständnis, rot bedeutet sehr starke Aktivierung im Gehirn und die gelben, grünen Bereiche bedeuten mittlere bis niedrigere Aktivierung. Das heißt also auch Stress. Genau. Jeweils oben dargestellt ist die Nase und auf der Unterseite ist das Hinterhaupt dargestellt. Was man jetzt bei der Kombination insbesondere mit WLAN und Bluetooth feststellen kann, dass in den vorderen Bereichen des Gehirns, also dort, wo die Gehirnareale sitzen, die mit der Aufmerksamkeits- und Handlungssteuerung zu tun haben, dass dort sehr starke Aktivierungen stattfinden. Wir nennen das sogenannte Stressaktivierung, denn wenn sie über langere Zeit im Gehirn aufrechterhalten werden, bedeutet das für den Organismus Stress. Letztendlich auch Erschöpfung, Unkonzentriertheit, Fahrlässigkeit, Burnout. Das sind genau die Symptome, die auch viele Fahrer berichten, die sich von der Strahlung beeinflusst fühlen. Es sind unter den genannten Symptomen tatsächlich die Müdigkeit, Gereiztheit, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, Herzrhythmusstörungen, Fehlempfindungen auf der Haut. Das sind die häufig genannten Symptome, die während der Fahrt auftreten. Aber die Leute, die sagen, ich merke jetzt keine Symptome, aber die haben letztendlich auch diesen Reiz. Die sind auch gestresst. Wir haben tatsächlich bei allen Probanden diese sehr starken Aktivierungen festgestellt, auch bei den Probanden, die keine Symptomatik berichtet hatten.
Wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, ist das ein klarer neurophysiologischer Beleg für die Symptome, die berichtet werden. Und es liegt nahe zu überlegen, ob die Aktivierung, weil sie gerade in den Zentren sitzen, wo Handlungs- und Aufmerksamkeitssteuerung stattfindet, das auch einmal zu prüfen, ob die Reaktionsfähigkeit, das heißt die Bremsgeschwindigkeit, leidet. Und wir haben dort eine sehr eindrucksvolle Anschlussstudie durchgeführt, über die wir später auch noch berichten werden. Also für mich stellt sich die Frage der Fahrtauglichkeit letztendlich noch. Das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Frage, die wir auch mit diesen EEG-Ergebnissen gerade aufgedeckt haben. Und in der anschließenden Studie haben wir dort auch ja sehr bedenkliche Ergebnisse gefunden, die eher dafür sprechen, dass diese Strahlungsbelastung im Fahrzeug unbedingt reduziert werden müssen, um auch eine Fahrtauglichkeit zu gewährleisten. Wenn ich jetzt das provokative Wort Körperverletzung jetzt noch erwähnen würde, ist da geht das nicht Richtung Körperverletzung, wenn man da dauernd als Lkw-Fahrer solchen Belastungen ausgesetzt ist? Aus neurophysiologischer Sicht ja, denn diese Aktivierungen liegen um ein Vielfaches höher als Stressaktivierungen, wie wir sie unter normalen Bedingungen feststellen. Das heißt, das Gehirn produziert von alleine, würde von alleine niemals solche starken Aktivierungen produzieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr habt noch andere Ergebnisse oder haben wir das Gleiche jetzt gemacht mit dieser von RTL schon dokumentierten Entstörung? Richtig, genau. Wir haben das Fahrzeug entstört und wir haben die Ergebnisse jetzt hier dargestellt. Das ist aber jetzt nicht wahr. 48 Stunden das ist wahr. Nach der Entstörung. Kann man noch mal eins zurück? Ja, wir schauen noch mal zurück. Was heißt gelb? Gelb ist mittlere Aktivierung, rot ist sehr stark und alles, was dann in den blauen Bereich geht, ist eine geringe Wirklich? Aktivierung. Ja, das ist tatsächlich das. Und jetzt möchte ich das vielleicht ganz kurz so ein bisschen zeigen. Reden wir von dem zu Blättern? Das sind andere Sachen. Nein. Spezielle Gabriel-Chips. Spezielle Funktionen im Auto. Da muss die Batterie entstört werden, da muss die Karosserie entstört werden. Also es gibt mehrere solche kleine Chips, exakt, die im Auto platziert werden exakt, müssen. Exakt. Aber weißt du, was soll ich da noch sagen? Wie kann das sein, dass mehrere solche Blättchen, die was machen denn die? Wie kann das sein, dass das so eine Wirkung hat aufs Hirn? Man sieht es doch. Ja, ich sehe es doch schon, aber ich will ja auch verstehen lernen und die Zuschauer auch. Das brauchen wir, denke ich mal, einen extra Film. Das kann man nicht jetzt auf gleich erklären. Das dauert ein bisschen, ist eine längere Kiste. Aber das Geheimnis der Gabriel-Technologie ist eine Rezeptur, wie bei Coca-Cola. Diese Rezeptur fürs Handy wird auf Trägermaterialien übertragen und hat dann diese Wirkung. Kraftfahrzeug hat eine spezielle Rezeptur, wird auf die Trägermaterialien übertragen, wird an die richtigen Stelle angebracht und dann haben wir diese Wirkung. Ja, beim Kraftfahrzeug muss man ja so sehen, dass da sind Kilometer von Kabel verbaut. Die entwickeln den sogenannten Elektrosmog. Die Karosserie wird aufgeladen durch den Elektrosmog, entwickelt auch ein bisschen was Negatives für uns. Aber mit das Schlimmste, ist jetzt egal, ob es ein Elektroauto ist oder ein Verbrennungsmotor, das sind die elektrischen Stellmotoren unter dem Sitz. Für die elektrische Sitzverstellung von vorne nach hinten, hoch und runter. Diese Stellmotoren entwickeln ein magnetisches Wechselfeld. Übrigens auch im Krankenhaus, gell, in diesen ganzen haben wir schon Messungen gemacht, brutal. Das sind ein Altersheim komplett entstört, wenn man da diese Bettgeschichte, wo der elektrische Motor drin ist, normal kann man da nicht gesund werden. Aber man schläft besser, wenn es so ist. Exakt. Aber jetzt nochmal zu den Stellmotoren unter dem Sitz oder diese Faktoren. Wir messen dort bei Fahrzeugen mit einem Stellmotor, zwei, drei oder vier, ganz wenig, 1500 Nanotesla, bis zu 10.000 Nanotesla, wobei die Weltgesundheitsorganisation sagt, zwischen 300 und 400 Nanotesla wäre so etwas im magnetischen Wechselfeld potenziell krebserregend. Und da muss man sich mal schon ein paar Gedanken machen.
Weißt du, nochmals, ich verstehe es ja, schon, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das Auto ist immer noch das gleiche Auto, es nur kleben ein paar Dinge im Auto. Ja. Und die physikalischen Kabel, alles ist da, der Strahlensalat ist da und trotzdem passiert etwas mit diesen Strahlen, sodass es die biologische Verträglichkeit meines Körpers verändert. Aber fast gesund, oder? Kann es noch schöner aussehen? Bei diesem Fahrzeug ist so, dass wir dieses Fahrzeug innerhalb von 3 Jahren 3-mal gemessen haben, dass wir die gleichen Felder haben. Das haben wir bei diesem Fahrzeug gemacht, weil wir Zugriff zu diesem Auto hatten. Das war sogar ein Kunde hier aus der Schweiz. Und diese Studie ist auch international wissenschaftlich veröffentlicht worden. Aber das muss doch jetzt eigentlich Pflichtlektüre sein für jeden Hersteller von Fahrzeugen. Das muss doch in stürzenden Auto, damit sich der Käufer, der Lenker des Autos sich wohlfühlen kann in dem Auto. Exakt. Aber ist noch nicht so. Nein, noch nicht. Wir haben sehr, sehr viel Leute, die entstörte Fahrzeuge haben von uns. Ja, zum Beispiel die größte Firma waren 56 Außendienstmitarbeiter. Und der Inhaber dieser Firma wollte, dass alle Mitarbeiter entstört werden. Ja, die Firma war entstört, die Privathäuser, diese Firmeninhaber waren entstört und da gab es schon ein tolles Feedback, was mich da gewundert hat. Es waren bestimmt über 60%, die etwas gemerkt haben, die sagen, das war eine ganz tolle Sache. Dann waren vielleicht 20%, die sagen, ich merke nichts und ja, okay, haben es halt gemacht und der Rest, Humbug. Ja. Nichts gemerkt oder wollten auch nichts merken oder können sich nicht vorstellen, dass man mit so einem Kleber, mit so einem Chip etwas merken kann. Ja klar. Jetzt eine ganz andere kritische Frage. Es gibt ja viele Leute, die behaupten, mit ein paar Kleber am Auto können sie das Auto entstören. Das ist das allererste Mal, dass ich die Fakten sehe, dass es geht. Habt ihr auch schon mal andere Sachen getestet? Funktioniert das immer auf der Informationsebene mit solchen Klebern bei jedem Produkt? Oder habt ihr wirklich nur eins gefunden? Also man muss sagen, dass diese Entstörung gerade in diesem Fahrzeug eine sehr aufwendige Entstörung war. Also es war nicht nur die Aufkleber im Auto, sondern es wurden noch andere Batterien speziell bearbeitet und so weiter. Überall ja, Motoren, also oder? Diese Aufwendung, diese Entstörung war besonders aufwendig. Wir haben tatsächlich andere Produkte getestet, bei denen auch Entstörungs- oder Harmonisierung, sogenannte Harmonisierung im Auto angeboten wurde. Aber da haben wir keine Effekte im EEG gefunden, beziehungsweise die Störeffekte im EEG wurden sogar stärker durch Anwendung mancher Produkte. Und einige Probanden berichteten über Zunahme der Kopfschmerzen, Muskelverspannung, Herzrhythmusstörungen. Das haben wir alles beobachtet. Auch wenn der Fahrer nicht wusste, ob es jetzt drin ist oder nicht, oder drin ist, er wusste es nicht und ihr konntet das jedes Mal messen, der reagiert jetzt auf den Chip negativ oder eben positiv? Ja, wir konnten das sowohl im EEG als auch in den Verhaltensdaten beziehungsweise in den subjektiven Berichten der Probanden feststellen. Ich stelle fest, die Gesellschaft liebt den Nutzen der Technologie. Und ich möchte es auch nicht missen, ich bin auch froh, beim Autofahren telefonieren zu können, um die Zeit zu nutzen. Und dann habe ich immer wieder den Dr. Joachim Mutter da, der mit Finger zu mir sagt, du bringst dich um, wenn du da so weitermachst. Müsste man aber sagen, mit solch einer Technologie ist das Telefonieren während dem Autofahren nicht so dramatisch. Ja. Kann ich sagen, oder? Das stimmt, sofern man das Handy nicht in der Hand hält und in eine Polizeikontrolle gerät. Nein, ganz klar. Ja. Genau. Du hast vorhin die Konzentrationsfähigkeit gesagt. Gut, jetzt meine ich, es ist nicht entstört, das müsste man jetzt mal noch prüfen. Aber was mir auffällt, ist, dass ich während dem Autofahren, wenn ich telefoniere, nie gleich konzentriert bin. Das ist richtig. Das ist natürlich ein kognitiver Aspekt, dass die Aufmerksamkeit durch ein Telefonat, auch wenn in der Freisprecheinrichtung telefoniert wird, trotzdem nach außen geht. Wir sprechen allerdings im Moment über die physikalischen Effekte des Handytelefonats und diese Strahlungseffekte des Telefonats, auch wenn das über die Freisprecheinrichtung genutzt wird, die sind auf das Gehirn doch so stark, dass dort auch von einer Beeinträchtigung zu sprechen ist. Also Fazit, jeder Autofahrer, der mit einer Fernsprechanlage fährt und gerne telefoniert oder gerne Bluetooth angestellt hat,
und die Klimaanlage anstellt, der sollte sich überlegen, sich jetzt dringend mit einer solchen Technologie anzufreunden, oder? Exakt. Wir haben auch Tests gemacht, zum Beispiel mit die haben ja alle WLAN oder das LTE und Bluetooth. In der Regel ist es oben immer in der Mitte von dieser Mittelkonsole, haben wir die Probanden gemessen und haben dann speziell alles eingestellt. Und dann siehst du in den Gehirnwellen, dann ballt sich hier alles, was das alles so bewirkt, das kann die Frau Dr. Hens besser erklären. Weil, ich möchte nur dazu sagen, weil wir das auch dann wissen wollten, dann mussten die Probanden sich falsch rum reinsetzen. Und dann war es an der gleichen Stelle, die Belastung. Faszinierend. Ist faszinierend, was wir da erlebt haben. Aber wenn das ja im Auto solche Resultate gibt, kann man da sagen, dass es am Arbeitsplatz oder auch zu Hause im Schlafraum oder im Haus die gleichen Effekte umsetzbar sind? Ja, das kann man durchaus sagen. Die Effekte sehen natürlich anders aus, weil wir jeweils am Schlafplatz wohnen oder im Wohnraum oder eben auch am Büroarbeitsplatz unterschiedliche Umgebungsbedingungen haben, unterschiedliche Verbraucher, die andere Felder erzeugen. Aber grundsätzlich ist es möglich, jeden beliebigen Platz oder jede beliebige Umgebung im Auto, am Schlafplatz, im Wohnraum und am Arbeitsplatz zu entstören. Ja. Kannst du nochmals zwei Bilder zurückgehen zu den roten Köpfen? Ja, genau. Sieht das ungefähr auch beim Arbeitsplatz bei den meisten Leuten auch so aus oder zu Hause? Bei dem Arbeitsplatz finden wir teilweise auch solche starken Aktivierungen, insbesondere wenn die Probanden direkt in der Nähe von Bildschirmen sitzen, wo der Kopf auch in die Strahlungszone des Bildschirms hineinreicht. Oder wenn WLAN-Router im Raum installiert sind, haben wir auch solche Beobachtungen gemacht. Also ist doch EEG. Als Arbeitgeber Pflicht, seine Mitarbeiter zu schützen mit solchen... Gibt es in Deutschland. Das ist schon wie ein Gesetz, das wird nur noch nicht gemacht. Ach. Es gibt die Pflicht, dass ein Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass der Mitarbeiter an einem nicht so belasteten Arbeitsplatz von Elektrosmog arbeiten kann. Ja? Was man mit dazu noch sagen muss, wieder so einen kleinen Hinweis für die Zuschauer. Es gibt ja viele jetzt in der Homeoffice und so weiter mit dem Laptop. Mit dem Laptop auch arbeiten wie beim Handy, ohne das Kabel, nur mit dem Akku. Ja? Der Strom vom Laptop das komplette Gerät entwickelt ein elektrisches Wechselfeld, was gigantisch ist. Also mit dem Stromkabel viel mehr als mit dem Akku. Der Akku so gut wie nichts, okay? Mit Gabriel-Technologie fast überhaupt nichts. Aber mit dem Kabel bringt auch der Gabriel-Chip nicht viel, weil die Energie davon so hoch ist, dass man Laptop, muss man auch sagen, zwischen, sagen wir, 200 und 700 Volt im elektrischen Wechselfeld an Belastung. Und die Belastung geht erst weg mit der Entfernung. 2, 3, 4 Meter weg ist weniger. Aber man sitzt ja dran und das Kabel ist links oder rechts. Mhm. Und dann hat man dieses Problem. Man sollte es nicht machen. Es sind unheimlich viele Menschen, denen wir den Ratschlag schon mal gegeben, nur diese Sache einer. Für die Vermeidung ging es vielen Leuten schon viel, 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 viel besser. Weil es rechnet ja keiner damit, wenn er dann arbeitet, kriegt er einen Kopfschmerz, denkt, das ist ein Bildschirm oder zu viel gearbeitet oder wie auch immer. Nein, es war in der meisten Zeit das Kabel. Ja, das habe ich auch bei diesen Salzkristalllampen auch schon oft gesehen, wo auch noch zwei Pole nicht mal geerdet, oder? Macht alles kaputt. Hm. Und jetzt gehen wir zum nächsten Bild, zu dem blauen nochmal. Das heißt, wir kriegen die Köpfe von den Menschen zu Hause und am Arbeitsplatz auch so hin, aber nicht mit einer Lösung ab der Stange, sondern es muss vor Ort gemessen werden. Ja. Richtig. Es muss auch mehr gemacht werden, Entschuldigung. Es muss eine ausreichende Diagnostik betrieben werden, weil natürlich jede Umgebung anders ausschaut. Es sind verschiedene Quellen für die elektromagnetischen Felder, die dann auch auf den Körper wirken. Aber im Prinzip haben wir immer Erfolge gehabt mit den Entstörungen. Das heißt, wir haben die Messungen zeigen einfach, dass der Körper wieder in einem normalen Zustand funktioniert, was natürlich zum Beispiel am Schlafplatz eine sehr wichtige Sache ist, denn eine elektromagnetische Belastung im Schlaf erzeugt Veränderungen im Schlaf-EEG,
Es gibt viele Personen, die kommen nicht mehr richtig in die Tiefschlafphasen. Und das hat natürlich auch gravierende Konsequenzen für die Regenerationsfähigkeit. Wie lange dauert das, bis du ein Auto ausgemessen hast und geschützt hast? Und wie lange ein Arbeitsplatz und wie lange zu Hause? Beim Kraftfahrzeug müssen wir es so sehen, dass wir dort jetzt in der Physik die Messungen, ja, können wir nur im Labor machen. Die ist so aufwendig, weil wir dort auch im Auto ein 25er Raster messen. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und dann diese Studien, die wir machen, die dann von Frau Dr. Hens gemacht werden mit dem EEG. Jeder Fahrteilnehmer fährt durch unser Industriegebiet 67 Kilometer. Ja, bei der Vormessung wie auch bei der Nachmessung. Es wird also ein riesen Aufwand damit betrieben. Wir wissen, was wir damit machen. Ein Auto hat man ruckzuck eine Stunde entstört. Und wenn er noch so viel Sachen hat. Bei vielen Fahrzeugen haben wir mittlerweile ein Problem, dass wir an die Batterie rankommen, weil die ist so verbaut, dass du dann dran, und wir müssen damit rankommen. Ja? Also diese Gabriel-Chips, die müssen immer in die Nähe von Plus und Minus geklebt werden. Und das ist mit der wichtigste Punkt im Auto überhaupt. Dann mittlerweile haben viele Fahrzeuge nicht nur ein Sicherungskasten, die haben zu 1, 2 und nach 3 Sicherungskasten. Das muss alles entstört werden. Arbeitsplatz und privat auch jeweils eine Stunde oder zwei? Nein, ja gut, die Messungen jetzt brauchen wir für so einen Arbeitsplatz vielleicht, wenn man es richtig anständig gut machen will, eine halbe Stunde. Und zu Hause ein Einfamilienhaus, eine Wohnung? Ja, da brauchen wir schon. Eine Wohnung ist jetzt woanders wie ein Einfamilienhaus. Das kommt jetzt auf die Wohnung. In der Regel machen die Leute die Schlafplätze, das Ehebett und die Kinder. Das ist das Wichtigste. Weil was man da alles findet, was da alles passiert, das kann sich keiner vorstellen. Und ein stark belastetes Bett ist einfach das Schlimmste, was man haben kann. Ja? Du kriegst eine gute Medizin für irgendein für ein Problem, was du hast, oder permanente Behandlung, dann schläfst du permanent in einem sehr stark belasteten Bett. Dann ist das alles wieder hinfällig. Ja, ich verstehe es. Also wichtig, wir haben eine Lösung. Wie sieht das aus? Habt ihr es publiziert? Weiß das die Welt eigentlich schon, dass es Lösungssysteme gibt? Da sind wir dabei. Die Autostudie, die haben wir 2018 bereits publiziert. Und wir haben auch in den Folgejahren zu verschiedenen Studien jeweils mindestens 2 Publikationen. Großer Aufschrei oder große Ignoranz? Die Studien werden ja auch international präsentiert auf Kongressen und im internationalen Feedback ist doch da sehr großes Erstaunen bzw. auch Erschrecken über die Ergebnisse, denn das Auto spielt in anderen Kulturen eine noch größere Rolle, weil viele dann ausschließlich auf das Auto angewiesen sind und demnach waren diese meistens Wissenschaftler relativ entsetzt, dass das so starke Effekte hat, auch auf die kognitiven Funktionen. Und genau diese Wissenschaftler, die so entsetzt sind, sehen aber auf der anderen Seite ja auch, dass man eigentlich mit einer Technologie, die doch ein gewisses Weltbild erfordert, um verstehen zu können, dass das funktioniert, ist ja für die doch auch irgendwo ein großes weltöffnendes, augenöffnendes Bild. Ja, das ist ein sehr beruhigender Aspekt, denn es gibt noch andere Settings, das betrifft nicht nur das Auto, das ist den Mitwissenschaftlern oder den Kollegen auch klar, dass diese elektromagnetischen Felder auch in anderen Bereichen eben neben diesen Wirkungen auf das EEG auch psychische Störungen oder Befindlichkeitsstörungen auslösen können. Und es war vielen nicht klar, dass diese Effekte doch so stark sind. Also für mich jetzt ganz klar, Harry Ross, du bist jetzt da, wirst mich sicher wieder besuchen. Also ich will das natürlich getestet haben, auch hier im Studio, auch zu Hause und mit meinen Kindern. Was ist aber, wenn der Zuschauer zu Hause auch sagt, ich möchte auch mal die Fakten wissen von meinem Arbeitsplatz, von meinem Heim oder von zu Hause oder vom Auto und ich möchte das auch entstört haben, um nicht Schaden zu erleiden durch die Wirkungen der Strahlen, durch die Elektromagnetik. Was macht er? Wie soll er sich verhalten? Er geht bei uns auf die Homepage www.gabriel-technologie.com. Der schreibt uns an in der Rubrik Gabriel Objektberatung
Und dann weisen wir einen Objektberater in seine Nähe zu und der Objektberater nimmt Kontakt mit ihm auf und kann einen Termin machen mit ihm. Und da wird gemessen, der hat die Messinstrumente, der schaut sich das alles an. Exakt. Und wenn er das dann macht und letztendlich sagt, ich bin nicht zufrieden, was... Dann innerhalb von 6 Wochen die Produkte ohne Angabe von Gründen zurückgeben und kriegt sein Geld wieder. Wir haben so gut wie keine Rückgabe. Ja, weil man, das sind ja Fakten. Exakt. Wow. Ja, danke ganz herzlich, dass ihr innerhalb von QS24 so eine Aufwertung geboten habt in diesem Themenbereich. Ich finde es einfach faszinierend, dass ich habe hier extra so einen Chip von euch, der ist ganz klein, ich zeige es jetzt extra nicht in die Kamera. Und das da ist einfach vom Körper, Kreditkarten ins Portemonnaie rein oder einfach immer am Körper haben. Hat das eine Feldwirkung oder muss man es am Körper haben? Nein, bei sich tragen. Es wirkt auch bei Damen in der Handtasche, können wir es immer noch im EEG messen. Das ist uns wichtig, weil warum soll man die tragen? Wir haben mittlerweile nicht nur 5G am Handy, wir haben 5G, dauert nicht mehr lange, überall, auch in der Umwelt. Und dafür soll das ein Schutz sein. Aber weißt du, wie viele Leute haben total Angst vor 5G? Ich weiß. Vielleicht auch zu Recht, denke ich, aber man weiß ja gar nichts darüber. Wir klären auf. Ja, super. Die letzte Frage noch an dich. Das kam nämlich gerade in der Schweizer Zeitung. Da steht nämlich drin, die ersten Messergebnisse des Bundesrates zeigen nun, dass die Strahlung mit der neuen Technologie abnimmt. Und das bei höherer Datenrate. Kannst du das nachvollziehen? Bei 5G? Ja. Dass die Strahlung mit der neuen Technologie abnimmt und das bei höherer Datenrate. Müsste doch umgekehrt sein, oder? Ja, wir hatten das ja in der vorgehenden Sendung mit Dr. Kurt Müller bereits besprochen. Nicht die Stärke der Strahlung ist entscheidend, sondern das Abstrahlverhalten am Körper. Und speziell jetzt auch im EEG wird diskutiert, dass das Abstrahlverhalten innerhalb der Schädelkalotte zu bestimmten Veränderungen führen kann. Mhm. Und da ist die Stärke der Strahlung nicht maßgebend. Also so ein Artikel suggeriert uns Konsumenten mal wieder, alles halb so schlimm, alles gut, alles ist innerhalb der Grenzwerte und okay. Und dabei haben wir trotzdem diese roten Köpfe, statt hier was zu tun, um mit dem blauen Kopf herumzuhaben. Sollte es einer von diesen Reportern sehen, deinen Beitrag, und dann können wir ihm ja anbieten, dass wir mit ihm kostenlos eine kleine Studie machen, wenn er bereit ist, zu veröffentlichen, was er bei dieser Studie erlebt. Ja, ich glaube, das sind die Interessenskonflikte zu groß wahrscheinlich. Aber diese 3 Berichte von RTL, sind die auch noch allgemein verfügbar? Bei uns auf der Homepage. Super. Großartig. Ich danke euch zwei ganz herzlich. Gerne. Dr. Diana Henz und Harry Ross, ganz herzlich willkommen und nochmals danke für diese ganz spannende Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was soll ich noch mehr sagen? Also letztendlich ist es für uns alle wichtig, für unsere Gesundheit sind wir es uns auch wert und natürlich auch für unsere Kinder, dass die den Arbeitsplatz natürlich so haben, dass die Strahlen am Kopf nicht so auswirkend sind, wie hier mit diesen roten Köpfen dargestellt, sondern dass wir was tun können, dass sie wirklich ihren Arbeitsplatz nutzen können, ihr Handy nutzen können, ohne letztendlich einen großen gesundheitlichen Schaden davon zu ziehen. Das ist immer so meine Luxusvorstellung. Und ich glaube, heute haben wir gehört, dass wir dieser Luxusvorstellung einen großen Schritt näher kommen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.